Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es tut mir herzlich leid, dass ich einen Monat jetzt nichts hochgeladen habe. Es tut mir sowas von leid. Ich habe jeden Tag ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich kann euch keinen wirklichen Grund nennen, wieso ich nichts hochgeladen habe. Aber einen Grund gibt es, und zwar, wenn man sagt, ja, morgen lade ich was hoch und morgen lade ich was hoch, und dann sagt man, okay, aber morgen lade ich was hoch und am nächsten Tag sagt man wieder dasselbe, dann kann schon mal so ein Monat vergehen, wo man auf einmal nichts hochgeladen hat, und dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen und mir geht es immer richtig schlecht dabei. Und jetzt dachte ich mir, ich muss was hochladen, ich will auch was hochladen, und das war einfach viel zu lange, diese Zeit, wo ich nichts hochgeladen habe. Ich weiß nicht mal mehr, ob Leute mich hier noch kennen auf diesem Kanal. Mein Bruder Danny Justin lädt 3 Videos täglich hoch, also 16:30, 18:30 und 16:30, 18:30 und 20:30, genau. Und ja, ich schaue sie auch, aber irgendwie kam ich dazu, meine eigenen Videos hier auf meinem Kanal zu machen. Und ja, jetzt bin ich hier und will auf jeden Fall wieder mehr Videos machen, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, es gibt noch Leute, die mich schauen. Weil ja, ein Monat so keine Videos machen ist schon nicht ohne, sag ich mal. Sollte auch eigentlich nie wieder passieren jetzt. Ich denke, das war eine zu lange Zeit. Ich finde schon 4 Tage zu viel. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich finde 4 Tage ohne Videos schon zu viel, und die habe ich einen Monat nichts hochgeladen, weil sich das so hingezogen hat. Und ich erwarte nicht, dass Leute verstehen, weil das verstehe ich selber nicht, wieso das so war. Ich kann nicht mal einen Grund nennen. Aber ja, ich hoffe, es kann jetzt wieder mit Videos beginnen. Ich werde ein paar Live-Commentaries machen und ein paar witzige Stories. Und zwar, ich bin jetzt wieder so jeden Freitag in der Disco. Und ich komme, ihr wisst ja, ich bin 20, und ich komme in jeden einzelnen Club rein. Und ich bin mir sicher, meine Zuschauer sind auch älter geworden. Also, ich habe ja so jugendlichere Zuschauer normalerweise. Aber die werden ja auch älter. Das finde ich ja immer extrem geil, wenn meine Zuschauer mit mir altern. Das finde ich extrem geil, weil zum Beispiel ich bin mit Pokémon gealtert und ich liebe Pokémon für immer über alles, weil das einfach meine Kindheitsserie war. Und deswegen ist es immer für mich eine Ehre, wenn Leute sagen, ja, ich bin mit Danny Burnage gealtert, was schon ziemlich krank ist, muss ich sagen. Deswegen, ja, also was ich erlebe in Discos, ich kann euch mal ein Beispiel geben. Mein Kumpel und ich, ich habe so einen Kumpel, der ist Halfcast, also so ein bisschen, nicht ganz schwarz, sondern so Halfcast, dieses mittlere. Und wir machen uns immer Mädels in der Disco, klar, wir gehen jetzt seit mehreren Wochen in die Disco. Und wir haben schon krasse Stories erlebt. Und auch ich alleine habe krasse Stories erlebt, aber in der Disco war eins der heftigsten Sachen, wo wir sogar wo wir mit Mädels rumgemacht haben, die anderen Leute zugeschaut haben. Und dann sogar die Türsteher kommen mussten, um zu sagen, dass das kein Reitcontest ist. Und diese ganzen Stories, wenn ihr die hören wollt, ich kann sie gerne in einem Video erzählen. Und was ich noch sehr viel mache, ist, ich gehe sehr viel ins Fitnessstudio, also eigentlich jeden Tag, also von Montag bis Donnerstag, Freitag, Samstag Pause und dann noch Sonntag, also 5-mal die Woche, ziemlich oft. Und das gefällt mir auch sehr gut so, weil, ja, ich fühle mich einfach besser. Und das ist auch wichtig, wenn man sich gut fühlt, schätze ich mal. Aber ja, das war's eigentlich. Ich will nur sagen, ich werde wieder mehr Videos machen. Ich hoffe, ihr schaut die Videos noch. Es tut mir herzlich leid, dass ich nichts hochgeladen habe. Ich kann's, wie gesagt, ich kann mich gar nicht rechtfertigen, weil ich keine Möglichkeit dazu habe, irgendwie es zu begründen, wieso ich nichts hochgeladen habe. Es gibt einfach keinen einzigen Grund, wieso ich nicht getan habe. Aber ja, ich werde das Video ein bisschen kürzer halten, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Ich mache wieder Videos, okay? Wieder Videos. Und vielleicht, weil Danny Jester macht ja so, er lädt immer Videos um bestimmten Uhrzeiten hoch. Und konstant, wirklich täglich, lädt er 3 Videos hoch, was wirklich krass ist, muss ich sagen. Also Respekt an ihn. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich um eine bestimmte Uhrzeit so alle 2 Tage ein Video hochlade, um eine bestimmte Uhrzeit oder sowas. Genau, eine Sache muss ich noch erwähnen. Das wird euch wahrscheinlich erwarten. Da Danny Jensen und ich dieselben PCs benutzen leider. Ich habe ihm gesagt, er soll sich einen eigenen holen, aber er nervt die ganze Zeit und sagt, aber der gefällt mir so und sowas. Deswegen habe ich ein kleines Sponsoring mit Alienware, bin ich eingegangen, oder noch nicht eingegangen, aber ich hoffe, die gehen drauf ein, damit ich einen Laptop bekomme, damit ich Call of Duty Gameplays quasi mit dem Laptop aufnehmen kann, solange er quasi am PC sitzt. Wahrscheinlich werde ich dann ein Unboxing dazu machen und diese ganzen Sachen. Die meisten interessiert es sowieso, was für Sachen ich hier habe, also was ich benutze zum Aufnehmen und das Ganze. Deswegen, ja, das war nur ein Ankündigungsvideo, ich bin wieder da, alles wieder okay.
Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie badass. Ihr seid ein Like dieses Video. Schau auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Show beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1, Show. Was geht, Leute? Welcome back zu einem neuen Agario-Video. Heute mit meinem Kumpel. Sag mal Hallo. Hallo. Und wir spielen Agario mal wieder. Und...